Leck mich am Arsch, es ist so weit, es beginnt die schöne Weihnachtszeit. Glühwein, Lebkuchen und Geschenke, das ist, woran ich nur noch denke. Doch dann kommt die Frage aller Fragen. Wisst ihr es schon oder muss ich's euch sagen? Was schenk ich dem, was schenk ich wem? Die Frage ist meist unbequem. Doch da gibt es diese eine Frau, talentiert ist sie und das wie Sau. Es schmuggelt, brennt und schmort schon stark. Doch freuen tun sich alle arg auf das, was sie trotz ihrer Bürde alles tut, ganz ohne Hürde. Sie tätowiert Holz und auch Leder, das riecht von Weitem, puh, schon ein jeder. Doch was bei rauskommt, ist genial, trotz Krankheitskampf und manche Qual. LexINKton heißt die Abfackelstube, in der sie arbeitet, die Gute. Oh, LexINKton wünscht euch Merry fucking Weihnachten. Und der Ente singt dazu, und dann kommt der Weihnachtsmann im Nu. Oh, LexINKton wünscht euch Merry fucking Weihnachten. Und der Ente singt dazu, und dann kommt der Weihnachtsmann im Nu. Ob Ukulelen, Lederbänder oder einfach Kisten, nichts muss weg, scheiß doch einfach mal auf Ausmisten. Gib's der Lexi in die Hand und schwupp ist dein Kunstwerk draufgebrannt. Denn krasser hat das niemand drauf, denn sie gibt niemals kampflos auf. Und wenn der erste Brand nicht passt, dann wird's halt nochmal angefasst. Oh, also auf, geht zu LexINKton, das sag ich in einem Fernsehwerbeturm. Denn meine Frage ist geklärt und erfolgreich abgewehrt. LexINKton wünscht euch Merry fucking Weihnachten. Und der Ente singt dazu und dann kommt der Weihnachtsmann im Nu. Oh, LexINKton wünscht euch Merry fucking Weihnachten. Und der Ente singt dazu und dann kommt der Weihnachtsmann im Nu. Dann widme ich mich mal wieder dem Glühwein und der Weihnachtslieder. Denn die Geschenke, ich glaub es kaum, legt mir die Lexi unterm Baum. Merry fucking Christmas. Yeah, 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 yeah.